Hallo, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei unserem neuen Magazin Wir in Stuttgart. Und genauso stürmisch, wie es hier momentan am Max-Eitzsee in Stuttgart zugeht, genauso stürmisch war auch das Pokalfinale von den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart. Die haben nämlich am Sonntag hart um den Pokal gekämpft und sie haben es tatsächlich geschafft, ihn zum zweiten Mal nach Stuttgart zu holen. Diese absolut spannenden Krimi möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, also erleben Sie mit mir jetzt Emotionen und Gänsehaut pur. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Finale! Beste Stimmung und große Zuversicht. Die Gefühlslage beim Team von Allianz MTV Stuttgart ist großartig bei der Abfahrt nach Halle-Westfalen am Freitagmittag. Und auch 6 Stunden Busfahrt können an der Vorfreude auf das Spiel des Jahres nichts ändern. Die ersten Schritte in den Sporttempel, in dem normalerweise Tennis gespielt wird, für Spielerinnen und Trainer gleichermaßen beeindruckend. Das Samstagtraining und die erste Begegnung mit Gegner Aachen fällt dagegen eher sachlich aus. Und langsam, aber sicher weicht die Lockerheit einer konzentrierten Anspannung, die sich beim Abschlusstraining am Sonntag noch einmal steigert. Das Stadion füllt sich mit 10.500 Zuschauern und man bekommt langsam eine Vorahnung, was sich hier nachher beim Finale abspielen könnte. Und während die Männer des VfB Friedrichshafen Gegner Lüneburg klar mit 3:0 besiegen, bildet sich auf den Rängen eine schwäbisch-blaue Fanallianz. Die Zuversicht von Fans und Manager ist riesengroß. Ich glaube, es kann nicht schief gehen. Ja, ich denke 3:0 gewinnen wir. Ich würde sagen, wir marschieren mit 3:0. Fertig, aus. Dann machen wir gar nicht lang rum. Stuttgart als klarer Favorit kommt überhaupt nicht ins Spiel. Aachen dagegen nutzt jede Gelegenheit, ist hoch überlegen und gewinnt Satz 1 deutlich mit 25:17. Und auch im zweiten Satz dominieren die Black Ladies klar. Angefeuert von ihren fantastischen Fans geht auch der zweite Durchgang an den Außenseiter. Doch jetzt zeigt sich das, was Allianz MTV Stuttgart in diesem Jahr ausmacht. Ein unbändiger Teamgeist und Wille auf dem Feld, unglaubliche Fans auf den Rängen und ein Trainer, der weiß, was zu tun ist. Mit der Einwechslung von Jelena Wilk dreht Guillermo Hernandez das schon verloren geglaubte Spiel. Mit jeweils 25:19 gehen Satz 3 und 4 an Stuttgart. Die Entscheidung muss also im Tiebreak fallen. Stuttgart spielt jetzt wie entfesselt, doch Aachen gibt nicht auf. 13:13, Aufschlag Aachen und Renata Schandor sorgt für den ersten Matchball. Und Niki Lindo bringt mit ihrem Block den Pokal nach Stuttgart. Spannend, es war ein Thriller, aber wir haben gekämpft und das haben wir das ganze Jahr gemacht und dass wir das dann am Ende, dass es dann für uns ist, mein Gott, das macht uns unglaublich glücklich. Aber alle Komplimente an Aachen heute. Also die letzten beiden Male waren schon schön, weil ich überhaupt dabei sein durfte, aber das Ding jetzt heute in die Luft zu stemmen, das wird, glaube ich, nochmal unglaublich sein. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich bin froh, dass ich dann mal reinkam und eben eine Chance hatte und habe gedacht, ich spiele so wie im Training und bringe einfach meine ganze Leidenschaft rein und ich bin so froh, dass es funktioniert hat. Ja, wir sind 2:0 hinten gelegen und sind trotzdem zurückgekommen. Ich habe keine Worte, ich bin einfach nur stolz. Ja, wir wollten die Fans einfach gut unterhalten. Nein, im Ernst, zum Glück konnten wir das Ganze noch umbiegen und für uns entscheiden. Ihr habt zwar 3:0 getippt, aber mit 3:2 bin ich auch zufrieden. Einfach geil. Jetzt dürfen wir erstmal feiern.
Mit dem Pokal in der Tasche will Allianz MTV Stuttgart jetzt auch in den Playoffs richtig durchstarten. Das erste Spiel ist dann am 14. März zu Hause in der Scharena. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Bei den Enten hier am Max-Alt-See, da würden wahrscheinlich die meisten von Ihnen noch sagen, ja, die sind ganz niedlich, die sehen ja auch irgendwie so flauschig und lustig aus. Wenn ich jetzt das Stichwort Tauben sage, dann kriegen die meisten von Ihnen wahrscheinlich so einen Ekel und finden Tauben wahrscheinlich eher nervig und störend in der Stuttgarter Stadt. Wir treffen uns gleich mit einem Bürger der Woche, der sich genau um diese Tauben aber kümmert. Er füttert sie, um ihnen gleichzeitig die Eier zu klauen. Warum er das tut und wie das aussieht, wenn man zwischen 150 Tauben moderiert, das sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran. Jahre Braukunst. Bei uns wird das Bier noch selbst gemacht. Genießen Sie in uriger Atmosphäre unsere naturtrüben, unfiltrierten Biere. Dazu schwäbische Leckereien und handfeste bayerische Klassiker. Sophies Brauhaus bietet alles, was das Herz begehrt. Direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Noch kein Geschenk? Holen Sie sich den brandneuen S-City-Gutschein. Eine Karte, 1000 Möglichkeiten. Der S-City-Gutschein. Einzulösen bei über 100 Unternehmen in Stuttgart City. Weitere Infos unter s-city-gutschein.de. Autos. Wissen, wo es Ihnen gut geht. Autolore Ostelsheim. Sprechen Sie mit uns, wenn sich's ums Auto dreht. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sag mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Mit nur einem Anruf können Sie dauerhaft und unkompliziert die Deutsche Wildtierstiftung unterstützen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auch Passivrauchen ist schädlich. Beratung zum Rauchausstieg unter rauchfrei-info.de und 0185 31 31 31. Regio TV. Da oben im Dachboden von der Leonardskirche bin ich und füttere Tauben. Zusammen mit meinem Bürger der Woche, Heinz Rittberger. Doch bevor wir loslegen konnten, hieß es erstmal Treppe steigen. Gehen wir geradeaus? Ja. Wie viele Stufen haben wir vor uns, Herr Rittberger? Wir haben so 60 Stufen vor uns. Naja, Gott sei Dank habe ich noch keinen Sport gemacht heute.
Der Herrscher der Tauben, wie ich ihn nenne, ist übrigens mein ältester Bürger der Woche. Bis jetzt. Im Juni wird er 78, aber er ist fit wie ein Turnschuh. Einmal am Tag nimmt er den beschwerlichen Weg ganz nach oben in die Kirche auf sich. Der Grund? Er hat den Tauben hier ein Zuhause gegeben, um ihren Bestand zu kontrollieren und zu minimieren. Und wie das aussieht, das sehen Sie jetzt. Da ist jetzt das Futterlager. Ah! Was essen denn Tauben? Weizen, Gerste, okay. Mais, Erbsen und Sämereien. Und wie oft werden die Tauben am Tag gefüttert? Einmal. Ich nehme das und Sie tragen die Verantwortung, Herr Rittberger. Hm? Ja, wenn Sie gerne den Futtereimer tragen wollen. Selbstverständlich. Gerne. Ich habe meiner Mutter erzählt, dass ich mich mit Ihnen treffe. Ja. Und die hat gesagt, ich gebe Tauben. Das ist, haben Menschen oft, gell? Dass sie vor Tauben dieses Angst haben. Ja, und das möchte ich gerade abbauen. Ja. Danke. Straßenschuhe. Mein Kameramann braucht natürlich auch so Füße hoch. Ne? Fuß hoch. Hättest du das dir mal erträumen lassen, Thomas, dass ich dir mal zu Füßen liege und alles nur wegen den Tauben? Herr Rittberger, jetzt geht's los. Wie viele Tauben erwarten uns jetzt bei dem Füttern ungefähr, schätzungsweise? Ja, das könnten jetzt 150 sein. Gut. Haben Sie die eigentlich namentlich drauf? Wissen Sie, das ist der Otto, das ist der Hubert, das ist die Pauline? Früher hatte ich, also in den 50er Jahren, hatte ich den Leopold, den Dagobert, es gab auch den Gustav. Und, aber heute, das ist unmöglich. Ja, völlig richtig. Da müssen wir ein Register führen. So, gleich wird serviert. Puh. Also, Herr Rittberger, gewöhnungsbedürftig. Ja, das, was Sie jetzt riechen, ist Mist. Hanfstreu. 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 Hanfstreu wird da eingestreut, weil Hanfstreu hat die Eigenschaft, 5-mal seines Eigengewichts zu binden. Die Zuschauer fragen sich jetzt, warum sie die Tauben füttern. Um eine zügellose Vermehrung zu verhindern, holen wir die Eier raus. Das heißt, die Tauben kommen hierher, weil sie gefüttert werden, ja. Vermehren sich hier, sie legen Eier. Und die Eier tauscht man aus gegen Attrappen. So, und jetzt sind wir mal, nämlich bei dem Punkt, sie klauen den Tauben die Eier. Ja. Schämen Sie sich da ein bisschen? Ja und nein. Was macht der Mensch? Er vermehrt sich auch nicht zügellos. Mhm. Ja. Man hat Antibabypillen auch bei den Tauben probiert. Ja? Ehrlich? Ja, natürlich. Tauben haben Antibabypillen genommen? Da gab es Versuche, um die Vermehrung zu zügeln. Aber ohne großen Erfolg. Okay. Und wie viele Eier klauen Sie so? Im vergangenen Jahr waren es in beiden Schlägen 1340 Eier. Wow. Das sind Kunststoffeier. Darf ich mal anfassen? Sie dürfen anfassen, natürlich. Die sind hohl. Und die liegen jetzt da in dem nicht ganz so toll gebauten Nest, aber es ist ein Nest. Und das heißt, die Taube setzt sich da drauf, denkt so, alles ist gut? Ich gehe davon aus, sie haben sich kalt angefühlt, die hat schon gemerkt, oder? Okay. Die sitzt jetzt schon eine Weile drauf und wenn nichts rauskommt, dann gehen die runter. Und haben Sie das Gefühl, die Tauben sind sauer auf Sie? Also verzeihen die Ihnen das oder verstehen die das gar nicht? Ich denke, das Futter macht manches mit. Das stimmt. Warum hat die Taube so einen schlechten Ruf? Natürlich, sie können penetrant sein, die Tauben in der Stadt. Aber die Penetranz, ja, kommt durch den Hunger. Wen lieben Sie denn mehr, Herr Rittberger? Die Tauben oder Ihre Frau? Ja, natürlich meine Frau. Natürlich. Klar. Die kann Ihnen ja auch nicht wegfliegen, gell? Na, ja. So Privatsphäre in dieser riesengroßen WG gibt es nicht, gell? Hier muss Bett und Tisch und alles geteilt werden, gell? Wenn dann übervoll ist, dann geht die Eierzahl zurück. Wenn ich mit meiner Frau in einer Notunterkunft leben müsste, dann wäre die Lust, da miteinander ins Bett zu gehen, wahrscheinlich nicht groß. Ja. Und das Empfinden habe ich auch jetzt hier bei den Tauben. Also, Herr Rittberger, vielen Dank, dass Sie uns mit hier hochgenommen haben. Gerne geschehen. Dass Sie mein Bürger der Woche waren und dass wir Ihre Tauben kennenlernen durften. Ja, Sie dürfen gerne wiederkommen. Ich gehe davon aus, die freuen sich. Davon gehe ich auch aus. Gibt es so einen Schlachtruf, wenn man sich verabschiedet bei den Tauben? Sowas wie, Taub, mach's gut oder so? Nö, ich würde sagen, baldiges Wiederkommen. Baldiges Wiederkommen, in diesem Sinne. Wollen Sie mal mit mir in die Kamera winken? Okay.